Ellbogen rein. Genau, super jetzt. Darf ich auch das machen? Du schon, weil du lange bist. Wir nehmen alle genug, du schaffst es. Aber viele anderen schaffen es. Aber vormachen solltest du. Du solltest erstmal das machen, genau. Und jetzt kannst du testen. Wer schafft es? Wer sieht in der Spiegel, wenn du das siehst, kann es ja testen. Wer kann jetzt noch die Ferse ein bisschen näher bringen, ohne dass die Wirbelsäule sich hier sehr stark rundet? Und wer merkt, ich kann es nicht ohne runden, der bleibt jetzt erstmal gebeugt und lässt es mal wirken, dass der Rücken hier lang zieht, erstmal da ankommt. Genau, super. Bist du hier noch rund? Beugt die Knie wieder. Nee, du machst den Arm rum. Das mach ich schnell. Du bleibst im Arm rum, 180 Grad, beugst die Knie, schiebst hier rein. Da rein. Kniebeugen. Da hinschieben. Wir haben eine Frage. Ja, ich bin gerade da. Da bist du da rein. Wenn das natürlich dein Thema ist, dann ist es super. Wie ist es denn? Beugt die Knie noch mehr? Zieh die Sitzbeine da hin und da reinschieben. Knie beugen. Ja, und gleichzeitig aber hier ins Hohlkreuz gehen. Nochmal lösen. Ihr löst natürlich. Was war am Lösen? Hier zwischen den Ellen. Und wenn du jetzt hier rund wirst, mach mal rund. Genau. Das heißt, diese Kippbewegung des Beckens, das will ich erstmal haben. Ich will, dass die Sitzbeinhöcker hier richtig schön Richtung Becken ziehen. Und das ermöglichen wir jetzt einen Armwinkel auf. Das will man auch, dass der 180-Grad-Winkel da gehalten wird. Machen manche nicht, das weiß ich auch. Also wenn es da im Power geht, auch im Yoga, dann sagt er, dann bleiben die Arme noch ein bisschen, die Schulter noch ein bisschen in der Beugung drin. Das gibt es auch, die Ansage. 180 Grad hat eine schöne Öffnung erstmal. Also, es gibt unterschiedliche Formen, aber dieses Differenzieren können, das war schon viel besser. Darf ich sagen, die Ohren zwischen die Oberarmen? Ja, Steuerung, ja, gut. Ja. Wir machen nochmal eine Bank, die leichte Form. Und genau, Nacken lang, sanftes Doppelkinn. Außen rotiert auf den Schultern, innen rotiert leicht auf den Unterarm, Mittelfinger auf der Zunge. Das haben wir noch anders gelernt. Mittelfinger auf der 12 und dieses kleine Luftpolster unter den Handinnenflächen. Die Finger gefächert, macht die auseinander. Ihr habt mehr Lastübertragung. So, und jetzt geht's in Arm- und Beinbögen. Also diagonal, ein Arm, ein Bein. Das machst du jetzt einfach mal. Und was wir sehen wollen, ist, dass du das ziehst. Also du gleitest, du ziehst, jeder Millimeter, gleiche Priorität, das ist richtig schön in Länge, das Knie ist in Richtung Streckung geführt, jawohl. Und was du als Trainer immer ansagst in der Übung ist, der Schub der einen Hand und des einen Beines in den Boden und dadurch löst sich der Arm. Ne? Schub, das war das Wichtige. Schub geben und über den Schub die Entlastung legen. Schub rein. Ja, wir haben im Skript, da heißt es, löse die Hand, ist was anderes. Zug des Unterarms zum Becken. Da ist die beliebte Frage, warum? Was sagt er dann? Warum machen wir den Zug? Axiale Länge. Schulterblätter tief. Schulterblätter werden aktiviert, alles richtig. Was noch? Rückenmuskulatur. Ja, da sind wir jetzt schon ganz nah dran. Welche nämlich? Hilft uns jetzt? Er macht ja die Bewegung ein bisschen, aber wen steuern wir jetzt über diesen Zug nach unten an? So ein bisschen, unter anderem, genau, den Latissimus, den wollen wir da so ein bisschen aktivieren. Das heißt, Core Lower
Spannung, die du unter Zugspannung setzen, das gelingt dadurch etwas und wie sichert dir deine Lendenwirbelsäule, damit du jetzt bei den Swan Arches ein bisschen in Stecken gehen kannst, dass der Oberkörper sich ein bisschen anheben kann, das Brustbein sich ein bisschen gibt. Ist das Gewicht komplett gleich auf Elfen und Hand? Oder ist es mehr auf Essen? Gleichzeitig soll ich hier noch Länge gehen. Du kannst in so eine Rückneige gehen, wenn du hier öffnest. Also das ist jetzt das, was wir tatsächlich ja machen wollen auch. Unten bleibst du aber fest, das Powerhouse unten greift. Schambein geht nach innen Richtung Boden. Und oben lässt du jetzt mal Extension, also Streckung entstehen. Und da muss hier der... Ja, und da warst du nur im letzten Drittel, wo du ein bisschen noch hoch warst, hast du die Erstansteuerung, war super. Okay. Nochmal, tief gehen. So, jetzt nochmal aktiviert alle, jetzt spreche ich alle an, die Schulter erst Richtung Becken, ja, und da bleibt die, und zack ist sie oben, und zack ist sie oben. Das heißt jetzt nicht klar. Aber der Punkt ist, merkt ihr das? Also merkst du das, Renate auch, zack, irgendwas. Die Schulter, ne? Jetzt stütze ich hier und mache mich auf den Weg nach oben. Und dann geht dieser erste Impuls, Schulterblatt spitzen zum Becken. Das war toll zu sehen, habt ihr gemacht. Und jetzt kommt die Last auf den Arm und dann passiert es. Das gemacht. Oh, jetzt muss ich schieben. Oh ja. Und das muss hier bleiben und sagt, die bleiben hinten. Raum bleibt. Das ist der Kraftsack. Ansteuerung, also ins Vorhaben. Genau. Das sind viele, die da sind. Ja, ist schon höher. Ist schon mehr los. Du kannst das eliminieren, dann ist es mehr ein Push-Up, dann schiebst du dich hier hoch, nimmst das Becken mit. Du kannst das Becken auch nicht lassen, oder? Nein. Das ist so schön, fließt, aber lass die Arme einfach so, nicht so, ah, weg. Ja, okay. Ja, wir können wegziehen, aber ja, genau, das war weniger effektiv, ne? Und dann, und ich denke, dann muss hier fallen. Diese Zeigefinger dann auch auf der 12. Die Adductions, das heißt, du gehst, Ausrichtung habt ihr vorhin schön diskutiert auch, oder wer das drin hat im Flow, diese verringerte Auflagedruck unter deiner Taille. Du schiebst also die obere Beckenhälfte fußwärts. Manche Schlanke von euch, die werden vielleicht eine kleine Kuhle darunter noch erfassen können. Die hältst du, während du jetzt das obere Bein erstmal ausatmend ansteigen lässt und wieder senkst und aus dem Hüftgelenk herausfließen lässt. Und jetzt ist ja auch sehr entscheidend, wie liegt denn mein Arm da? Da haben wir ja auch schon. Wie habt ihr das denn gelernt? Oder ist das sehr streng? Der obere stützt? Und der untere? Ja, das ist jetzt auch wie gesagt mit der Oberseite. Also, wenn ich jetzt die Idee habe, dass also der Arm in einer Linie noch ist mit der Wirbelsäule, dann brauche ich erstmal eine gute Schulterbeweglichkeit. Bin auch sehr instabil dadurch, das ist jetzt die instabilste Position, die wir hier haben. Ja. Genau, weil da, je mehr Winkel du vielleicht auch wieder rausnimmst, desto mehr Auflagefläche verteilt sich jetzt wieder. Also ich bin da nicht so streng, weil ich nicht mehr weiß, ob das überhaupt möglich ist. Du kannst es wieder super, ne? Du hast da richtig schön eine Öffnung. Es passiert sofort was, also jetzt den Rippen passiert mal. Also das ist noch ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber so ein paar Grad machen schon was aus. Ne? Was sitzt du denn? Wenn du es lang kannst, machst du es lang. Also. Und wenn du merkst, wenn ich mich hier länger breche auf, dann kannst du es dann sein. Dann muss ich hier wieder zumachen und merke, dann muss der Arm doch aus der Längs, aus der 180 Grad ein bisschen nach vorne kommen. Ich lege die Priorität auf die Wirbelsäule. Wenn es nicht halten kann, und dann wäre das und ich lege was unter. Ja. Rippenbogen vorne wieder schließen. Bauch flach, genau. Abductions war das, jetzt hältst du das Bein an. Jetzt prüf nochmal, wie war das mit dem Auflagedruck. Bist du jetzt tatsächlich nur so hoch, dass es geht? Jetzt guck mal,
einstellen kann. Ausatmen, das tut nicht. Möglichst unter Beibehaltung des Stimmes. Ja, auch da wieder der Zug, Weite finden, die Stabilisatoren hier, so richtig schön Raum öffnen. Wie ist die Bärs? Neutral. Wenn du jetzt im V bist, puh. Du bist ja an für sich, bist du jetzt aus dem Stand gerückt, nur auf die Seite und die Wand berühren können. Jetzt können wir ja mal die Abductions machen. Die Abductions, das heißt, du gehst, Ausrichtung habt ihr vorhin schön diskutiert auch, oder wer das drin hat im Flow, diese verringerte Auflagedruck unter deiner Taille. Du schiebst also die obere Beckenhälfte fußwärts. Manche Schlanke von euch, die werden vielleicht eine kleine Kugel darunter noch erfassen können. Die hältst du, während du jetzt das Oberbein erstmal ausatmend ansteigen lässt und wieder senkst und aus dem Hüftgelenk herausfließen lässt. Und jetzt ist ja auch sehr entscheidend, wie liegt denn mein Arm da? Da haben wir ja auch schon. Wie habt ihr das denn gelernt? Oder ist das sehr streng? Der obere stützt und der untere? Ja, das ist jetzt auch wie gesagt, wie der obere. Also wenn ich jetzt die Idee habe, dass also der Arm in einer Linie noch ist mit der Wirbelsäule, dann brauche ich erstmal eine gute Schulterbeweglichkeit. Bin auch sehr instabil dadurch, das ist jetzt die instabilste Position, die wir hier haben. Ja. Genau, weil da, je mehr Winkel du vielleicht auch wieder rausnimmst, desto mehr Auflagefläche verteilt sich jetzt wieder. Also ich bin da nicht so streng, weil ich nicht mal weiß, ob das überhaupt möglich ist. Du kannst es wieder super, du hast da richtig schön eine Öffnung. Es passiert sofort was, also mit dem Rippenbogen passiert was. Also das ist noch ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber so ein paar Grad machen schon was aus. Ne? Was sitzt du denn? Wenn du es lang kannst, machst du es lang. Also. Und wenn du merkst, wenn ich mich hier länger breche auf, dann kannst du es dann sein. Dann muss ich hier wieder zuwachen und merke, dann muss der Arm doch aus der Links sein. Aus der 180 Grad ein bisschen nach vorne kommen. Ich lege die Priorität auf die Wirbelsäule. Wenn es nicht halten kann, und dann wäre das und ich lege was unter. Rippenbogen vorne wieder schließen. Bauchflach, genau. Abductions war das, jetzt hältst du das Bein an. Jetzt prüf nochmal, wie war das mit dem Auflagedruck. Bist du jetzt tatsächlich nur so hoch, dass es geht? Jetzt guck mal, unteres Bein schlägt an. Ausatmen. Das tut nicht. Möglichst unter Beibehaltung. Ja, auch da wieder der Zug, Weite finden, die Stabilisatoren hier, so richtig schön Raum öffnen. Wie ist die Bärs? Neutral. Wenn du jetzt im V bist, puh. Du bist ja an für sich, bist du jetzt aus dem Stand gerückt,